So, wir machen gleich weiter mit den Refactoring-Beispielen. Ich habe ja bereits das Stammbaumproblem hier gelöst, beziehungsweise den Code verbessert. Fibonacci-Zahlen habe ich im Unterricht gezeigt und vorhin haben wir den Währungsrechner gemacht. Jetzt geht es weiter mit dem Benotungsbeispiel. Mache wieder das README in meinem geforkten und geklonten Repository auf. Benotung. Also die Klasse Grading, Refactoring Grading CSS, besteht nur aus einer statischen Methode namens GetLetterGrade. Diese übersetzt numerische Noten von 1 beste bis 6 schlechteste in Buchstaben von A beste bis F schlechteste. Ist also nicht das Schweizer Benotungssystem, sondern vielleicht das, was man in Deutschland oder in den USA hat. Schreiben Sie Ihre Tests in refactoring.tests, gradingtest.cs. Falls ihr nicht wisst, wie der Code verbessert werden könnte, hilft vielleicht ein Blick auf die ASCII-Tabelle. Auf einem Unix-Artensystem finden Sie diese mittels MAN 7 ASCII. Also, wir haben hier leider Windows. Gehe mal auf diese Tabelle. Sehen hier, die ganzen Zeichen haben jeweils eine Zahl zugeordnet. Hier A bis F, 65 bis 70. Es kann dann noch hilfreich sein. Dazu aber gleich mehr. Schauen wir nochmal den Code an zuerst. Also Refactoring Grading, hier eben diese Methode getLetterGrade. Ich übergebe einen Grade von 1 bis 6. Das wird dann im Switch Case kontrolliert und bei der Note 1 gibt es ein A, bei 2 gibt es ein B und so weiter. Bis 6, da gibt es ein F. Und bei einem anderen Grade hier die gewohnte Argument Exception, weil das nicht unterstützt wird. Also 1 die beste Note, 6 die schlechteste, so ist es glaube ich in Deutschland. Und dann A bis F, das finden Sie an Hochschulen und in den USA auch schon in den Grundschulen. Okay, wie immer beim Refactoring, zuerst muss man einen Test machen, wenn man noch keinen hat. Grading-Test leider noch leer. Ja, dann schreiben wir den halt. Machen wir links den Produktivcode auf, rechts den Testcode. Also überlegen wir uns, wie man das machen könnte. Public void test grade 1 is A zum Beispiel. Ich spare mir jetzt das Range Act Assert. Können hier recht kurze ups, Tests schreiben. Assert.equal, ups, wollte nichts. Und zwar grading.getLetterGrades. Also wenn ich ein 1 mitgeben, hätte ich gerne ein A. So, das wäre mal ein Test. Muss hier wie immer das XUnit portieren. Ganz trivialer Einzeiler. Kann man manchmal so schreiben. Grading Tests für den aus. Funktioniert. Wir könnten jetzt eigentlich alle Fälle durchtesten, aber nehmen wir besser noch den negativen Fall. Tests unknown grades, process exception oder sowas. Assert.rows, argument exception. Und zwar, wenn ich hier eine, ja, sagt es mal, eine negative Zahl, dann nehmen wir 7, kommt da nicht so drauf an. Sollte eine Exception werfen auf jeden Fall. Ist jetzt nicht komplett alles abtesten, sondern einfach die zwei Arten von Fällen, die es gibt. Es hat geklappt, das heißt, wir haben unsere Tests und können uns Refactoring machen. Okay,
sehen ja hier sehr repetitiven Code, 1a, 2b, 3c, 4d und so weiter. Und ich habe bereits auf diese ASCII-Tabelle verwiesen. Weil Zahlen und Buchstaben sind ja bei Computern nicht zwei ganz verschiedene Sachen. Es wird ja jedem Buchstaben wird eine Zahl zugeordnet. Das heißt, A ist die 65 in der ASCII-Tabelle, F ist die 70. Sehen, hier ist alles schön alphabetisch geordnet und schön alphabetisch durchnummeriert. Das heißt, wenn ich der A die 65 zuordnen kann, wäre es dann bei der B die 65 plus 1 gibt 66, bei C die 65 plus 2 gibt 67. Also diese Beziehung können wir uns zunutze machen, weil wir haben ja unsere Note, ich habe jetzt Note 2, die ist 1 über dem A. Und die F, die ist 1, 2, 3, 4, 5 über dem A. Also die 6 ist 5 über dem 1 und die F ist 5 über dem A. Ich denke, Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Statt diesem Switch können wir einfach prüfen mal, ob die Note im richtigen Bereich ist. Also Grade größer gleich 1 und Grade kleiner gleich 6. Diese Noten können wir umgehen. Andernfalls nehmen wir da die Exception. So. Und diese Switch Case lösche ich einfach mal ganz frech. So, was geben wir hier zurück? Also Grade 1 gibt eine A, 6 gibt eine F. Wir haben ja gesehen, dass dieses A entspricht ja eigentlich einer 1 oder einer, also ist eine 65 in der ASCII-Tabelle und das wird ja einer 1 zugeordnet. Jetzt haben wir Grade 1, soll ein A zurückgeben. Machen wir weiter. Grade B ist ja die 66. Das soll ein, also umgekehrt, aus 2 soll ein B werden. Ist die Frage, machen wir aus dem 1 eine 65 und aus dem 2 eine 66? Und hier hilft es uns, dass man eben Character in Integer konvertieren kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel char grade nehme, dann habe ich jetzt einen Character. Kann es einmal so machen. Also 1 wird jetzt der Character 1 und 2 wird dann Character 2 und so weiter. Schauen wir schnell nach, was das hier wäre. Also sind Control Characters vielleicht nicht wahnsinnig sinnvoll. Wahrscheinlich trotzdem, wenn wir es so implementieren, was dann passiert. Auf der Konsole wird es wahrscheinlich ein Chaos geben, aber sage jetzt mal, Unitest wird da schon irgendwie damit umgehen können. Also, unbekannte Fall schlägt nach wie vor fehl, wie er sollte. Das hier klappt noch nicht. Meldung ist, ja, hat ein 1 erwartet, aber ein A erhalten. Hier haben wir übrigens das Ganze verdreht. Machen wir es besser korrekt. Weil wir erwarten ja ein A und haben was anderes erhalten, eine 1. Sollte immer noch scheitern, aber wenigstens haben wir die API korrekt angewendet. So, das Verhalten ist immer noch gleich, expected A, actual Hexcode von 1. Okay, wir wollen aber jetzt nicht die 1, sondern wir wollen ja, wenn wir Grade 1 haben, wollen wir die 65. Das heißt, wir könnten hier jetzt 64 dazuzählen zu diesem Grade, dann hätten wir ja die 65 und dann konvertieren wir es in char. Führen wir es nochmal aus.
Das hat geklappt. Schauen wir, ob es mit den anderen Fällen auch funktioniert. Ich teste das mal stupide durch. Tests grade to character oder sowas. Oder besser, Tests numeric to letter grade. Wir haben den Test noch erweitert. Wir den nochmal aus. So. Alles geklappt, vielleicht noch neu laden, damit der alte Test weggeht. Also das funktioniert jetzt mal. Jetzt diese 64 hier, die ist unschön, weil es eine magische Zahl. A ist ja 65, B 66. Und wenn ich jetzt diese ASCII-Tabelle nicht auswendig kenne, sagt mir diese 64 nichts. Und wenn ich sie kenne, denke ich, ein Add, was hat denn das da mit unserem Problem zu tun? Also gar nichts. Jetzt können wir das verschönern. Wir wissen ja, A ist 65. Und diese 64 ist einfach jetzt 1 weiter hinten, weil wir haben ja einen 1-basierten Index. Wenn wir sagen, das plus a, aber Achtung, minus 1 noch, weil wir eben keinen 0-basierten Index haben. Das ist hier 65, minus 1 gibt 64 und wir wollen ja genau 64 dazu zählen. So, schauen wir, ob das immer noch funktioniert. Schöner ist es jetzt. Ja, funktioniert immer noch. Und weil es jetzt so klar ist, brauchen wir auch diese beiden Kommentare nicht mehr. Können wir auch löschen. Jetzt haben wir wunderbar was über diese ASCII-Tabelle, über diese Beziehung ausgedrückt. Ein sinnvoller Kommentar könnte zum Beispiel sein, für Leute, die es nicht verstehen, dass man eben sich diese ASCII-Tabelle zunutze machen kann. Oder auf einem Unix-System dieses Man7ASCII betrachten. Ist auch nicht unbedingt nötig, denn ich denke, ein Programmierer sollte ungefähr wissen, wie diese ASCII-Tabelle funktioniert. Die Codes müssen wir nicht auswendig kennen, weil wir können ja hier das so wunderbar konvertieren, beziehungsweise .NET macht das automatisch für uns. Gut, dann wie immer die End-Committen. Refactor Letter Grading oder sowas. Gut, somit wäre diese Aufgabe erledigt. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.